Wir gucken uns an von Sascha Bruder jetzt ein Gönnergy. Hat er heute zwei Videos hochgeladen oder was? Wieso hat er zwei Videos am Stück hochgeladen? Das macht ja gar keinen Sinn. Hat er ja noch nie gemacht. Okay, let's go. Heute ist wieder soweit. Heute gehen wir mal wieder in mein Lieblingsformat rein. Das heißt, ihr habt mir Tinder-Chats, Insta-Chats, sonstige Chats. Ihr habt mir alles Mögliche gesendet. Hey, ich bin Joe, 58 Jahre in Hamburg. Wenn ich hier schreibe, ich suche etwas Lockeres, dann liegt das daran, dass ich verheiratet bin. Wir schauen jetzt, wie kreativ oder bodenlos zum Teil die Community war oder irgendwelche Fremde. Und ganz klassisch lese ich die Chats vor als Person A. Bruder, jetzt ein Gönnergy. Wir fangen direkt an mit Chat Nummer 1. Let's go. Hey! Ich wusste, ich bin keine 10 von 10, aber Profil löschen? Really? Wenn jemand die Beine in die Hand genommen hat, dann niemand Geringeres als Alia. Wer auch immer diesen Chat gesendet hat, glaub mir, so schlecht kannst du nicht aussehen. So, bodenlos, Digga. Jasmin hatten ein Match am 16.03.23. Wie kann man mit so einer bodenlosen Frage direkt reinkommen? Ich versteh's nicht. Bist du Jungfrau? Ah, Mann, mit der Kamera, Mann. Wir machen's so, oder? Was eine Scheißfrage. Du hast ein Match? Allein, dass du schon ein Match hast, muss ja krass sein. Aber dann ist das deine erste Frage? Warum? Weil ich dich gern. Alles klar, Dicker. Und was? Krass sein. Aber dann ist das deine erste Frage? Warum? Weil ich dich gern. Alles klar, Dicker. Und wenn du denkst, du bist schon ganz unten angekommen, dann kommt der. Da stand, weil ich dich gerne entjungfern möchte. Der Typ und setzt noch eins drauf. Beziehungsweise runter. Tatsächlich bin ich noch Jungfrau. Jasmin, das hättest du nicht schreiben müssen. Dafür gibt es eine viel bessere Lösung. Wann und wo? Zurzeit ist sehr schlecht. Definiere sehr schlecht. Bin gerade in der Prüfungsphase. Oh mein Gott, Bro. Dieser Chat ist der absolute Trümmerbruch. Ja, die 2 Minuten, warum nicht, Digga? Was habe ich hier gerade vorgelesen? Hey, was für Duschgel benutzt du eigentlich? Maschinenreiniger? Anti-Ugly Bitches Shampoo, du hast mich doch auch geliked. Haha. Du und Hannah hatten ein Match am 15.03.23. Wir sind zwar keine Socken, schwieriges Thema, aber wären ein süßes Pärchen. Heule. Den kannte ich tatsächlich nicht. Überraschung, darf ich an dir schnuppern? Wie eine Socke, was? Sie schreit, den kannte sie, also, ich würde gern, also, es ist ja kein Zufall, dass der Chat ab hier nicht mehr weitergeht, oder? Wer steht auf Socken? Und Nele hatten ein Match am 21.05.23. Hey, hab in deiner Bio gesehen, dass du gerne was trinken gehst. Was ist denn dein Lieblingsgetränk, wenn du unterwegs bist? Der Saft, wenn deine Putz... Nein, RTL! Nach langer Zeit ist heute eine Kooperation am Start mit einem Spiel, in dem ich selber sehr viel Zeit verbracht habe. Das heutige Video ist gesponsert von Call of Dragons? Skip. Gewinnen. Nein, RTL! Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in die Werbung zu gehen. Mia, Instagram. Ihr folgt euch auf Instagram gegenseitig. Bist du schon mal ein guter Start? Hey, heißt du zufällig Chucky? Hi. Nee. Wie kommt man immer auf diese ganzen Anmachsprüche, Digga? Hatten ein Match am 23.01.23. Hey Vanessa, sag mal, kennst du Mord? Nee, und dein Mods will ich auch nicht kennen. Meinst wohl auch, du bist der Einzige, der Saschas Videos schaut? Uff, Digi. Vanessa, genau richtig so. Das ist so geil. Das ist, und guck mal, Oliver, ich gönn dir alles. Und das sogar von Herzen. Aber wenn meine Dame kommt und ein bisschen kontert, das finde ich einfach nice. Was darf natürlich nicht fehlen? Torben, 19. Bufti at Schule Nord, 46 Kilometer away. Ich bin kein Experte und ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich weiß nicht, ob es auf Tinder so schlau ist, als erstes Bild das Bild mit Jens zu machen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin doch sexy.
Lydia hatten ein Match am 15.02.23. Hey, are you up to something tonight? Ja, Sascha hat hochgeladen. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Sascha hat hochgeladen. Wann denn? Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr nach dem Video ein bisschen verstört seid. Ich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin quasi erwachsen. Ich könnte jetzt schon Kinder haben. Right? Ich könnte Kinder haben, ich könnte eine Familie haben. Ich könnte wachsen. So, war ganz gut das Video. Kann man sich ganz gut reinziehen. Ich muss sagen, so Tinder-Chats ist ganz cool, aber ich persönlich mag andere Videoformate ein bisschen mehr so. Weil ich immer auch nicht weiß, was ist davon jetzt echt, was ist davon nicht echt. Ciao zu Ende. Oh, sorry. Ja, und jetzt? Also wirklich, Frechheit von euch.